Ich sah das Meer. Und beim ersten Anblick war ich verloren. Wie töricht und dumm ich mir heute vorkomme, wenn ich an den Jungen zurückdenke, der an der tobrischen Küste stand und die Wellen begaffte. Ahnte dieser Knabe doch gar nichts von den Wundern, die unter der Wasseroberfläche auf ihn warteten. Aus den Lebenserinnerungen des Gelobomon-Priesters Vatacheon Karhapsutan, Rulat. Während ganz Aventurien auf die Verdammten des Südmeers blickt, beginnt ganz woanders der Anfang vom Ende. Wir befinden uns in Nersand, Festumer Bucht, Bornland. Das Wetter ist schneidend kalt und ihr steht am Hafen. Nebel wallt am Walsach auf und ihr blickt die Straßen vom Hafen auf die Stadt. Unter euch könnt ihr den Fluss entlang fließen spüren und das Gurgeln und Strömen vom Näher, der mit seinen gewaltigen Wogen nach unten zieht. Früher Winter, 1031 nach Bosbarans Fall. Und so beginnen wir. Na endlich! Seht ihr es da unten? Was denn wir da? Ach, es ist doch schön, wieder nach Hause zu kommen. Auch wenn das Wetter besser sein könnte. Nach Hause. So kann man es auch betrachten. Ihr solltet euch allerdings nicht zu früh freuen. Ich denke, wir machen einen Tag Rast und dann sollten wir schnell im Effa-Tempel vorstellig werden. Elgo, du bist wieder da. Willkommen in Nersand. Danke, Spasibo. Du schuldest mir noch einen halben Batzen. Netter Mann. Falls ich jemals einen diskreten Karrenfahrer braucht. So, jetzt wendet euch an ihn. Diskret? Warum sollten wir so etwas brauchen? Nun, ich nehme an, die hohe Dame ist nicht mit uns unterwegs, weil wir so gute Gesellschaft abgeben. Ach, war doch ganz nett auf der Reise. Ja, kann man das auch betrachten. Vito, wie sieht's aus? Kannst du deinen Zeh wieder fühlen? Ja, nicht mein Fehler. Nicht mein Fehler. Hey Jolan, wann werden wir bezahlt? Wird bezahlt, wenn ihr Fettkirche sagt, dass ihr bezahlt werdet. So. Er klimpert irgendwie so ein bisschen mit den letzten zwei Kupferstücken in seinem Geldbeutel. Ich bin auch pleite. Ja, wird doch langsam Zeit. Ich brauche das Geld für mich, Kines. Meine Flasche ist langsam leer. Versorgen werden wir uns schon. Ich fand's ja schon ein bisschen traurig, dass wir gegen diese Goblins kämpfen mussten. Aber mit denen war einfach nicht zu reden. Aber zum Glück sind sie dann ja abgehauen. Bah, Goblins, die taugen nicht zum Kampf. Sei mal froh darum, dass das... Sorry. Aber meiner war der größte Goblin. Ja. Die sind alle klein. Ja. Und pelzig. Seid mal froh drum, dass das nur Landgoblins waren. Die Festungen sind viel, viel gemeiner. Willkommen zurück, Elgor. Bau keine Scheiße. Erkennst mich! Ich bau doch nie Scheiße! Lass dich nicht wieder in den Knast stecken. Was? Ihr wart im Knast? Aber wenn nicht, wo krieg ich dann meine nächste Tätowierung her? Die guten Tätowierer sind weg. Einen besseren als dein Bruder, aber ich bis jetzt noch nicht gefunden. Und der setzt ja auch mal wieder ein. Naja, gut. Wenn wir für die Effertkirche fertig sind, gebe ich dir das Bier aus, das ich dir schulde, ja? Warum haben sie euch denn eingesperrt? Ach, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich glaube, die letzte Anklage war ein winzig kleiner Raub. Versehen, versteht sich. Unglückliches Missgeschick. Nichts richtig Schlimmes, oder? Er zwinkert einmal. Es soll irgendwie verschlagen aussehen, aber es um diese Uhrzeit sieht es nur noch müde aus. Das ist mehr so ein sinkendes Augenlid und er muss wirklich kämpfen, dass er es dann auch wieder hochkriegt. Hey, Jolan, du schuldest mir noch Geld. Bald! Du hast 2 Tage. Gib mir 3, damit ich deine Schwester noch besuchen kann. Finde ich gut, du! Ich drück mich dann schnell weiter durch die Menge. Na gut. Dann. Ich kenne einen guten Laden, in dem wir billig unterkommen können. Bier. Und dann bringe ich uns in die schlechteste, wirklich schlechteste Kneipe in der ganzen Stadt.
Klammer Nebel steigt aus dem Walsach auf und lässt die hinter ihm liegenden Berge nur als dunkle Schemen erkennen, wie ruhende Gigantenleiber, die sich an der Bucht gebettet haben. Der schwache Schein der Wintersonne erhellt kaum den grauen Himmel und lässt die Häuser der Hafenstadt farblos und unwirklich erscheinen. Es ist, als wandelt ihr durch einen Traum, und während die grimme Kälte durch eure warme Kleidung dringt, fallen euch die Legenden ein. Legenden von einem Land, das schon alt war, bevor die ersten menschlichen Siedler sich zwischen Born und Walsach niederließen. Mit jedem Atemzug meint ihr, den Odem des Landes zu riechen, und wenn er als weißer Wölkchen um eure Münde aufsteigt, ist es, als bliebe ein Teil von ihm in euch zurück. Zwei Dutzend Schiffe liegen im Hafen vor Anker, dickbauchige Handelsschiffe und schwer bewaffnete Geleitschiffe. Der Strudel, der sich mit ansteigender Flut in Flussmündung zeigt, sorgt dafür, dass der Hafen auch im Winter frei von Eis bleibt. Doch scheint dies nur wenigen Kapitäne zu verlocken, die Fahrt an den Rand der bekannten Welt auf sich zu nehmen. So betretet ihr die Kaschemme edler Schiffer, Q3P3, wo allerlei zwielichtiges Gesindel umherstolziert, und ihr erinnert euch, so ihr denn schon einmal hier wart, vor allem Elgor Jolen. Dein letzter Besuch hier endete natürlich wieder einmal damit, dass du im Gefängnis warst. Dein Abstieg von einem Alchemisten zu einem sehr zwielichtigen Gesellen. Klebrige Tische, klebriges Bier, schlecht gelaunter Wirt. Ich lege mein letztes Geld auf den Tresen. Oh, da war einmal das Walsach-Spezial. Und überlasse die anderen. Man lasse die anderen dann ihren eigenen Problemen. Nun, macht keinen Ärger. Jetzt, dass ihr morgen früh direkt wieder auf den Beinen seid. Hier im ersten Sonnenlicht vom Tempel stehen. Wie wird Vito? Wo kann man hier spielen? Ja, genau. Wo gibt's hier Spiele? Würfel. Oh, Würfel? Würfel ist das einzig wahre. Nur weil du die Karte nicht verstehst. Nö. Nein, Würfel sind besser. Guck mal hier, die meine Würfel hier. So, spielen wir eine gute alte Runde, Rossboy. Was sagt ihr, Jungs? So, ich sage ganze einen Kupfer-Einsatz. Jawohl. Also ich habe ja keine Ahnung, aber zum Würfeln muss man auch nicht viel Ahnung haben, oder? Je weniger Ahnung du hast, desto besser ist das. So, ja, Rossboy spielt mal mit Karten. Er versteht keine Karten. Seht ihr, wenn er die Karten nicht versteht, dann müssen wir würfeln. Ja. Ich habe Würfel hier. Guckst du. Leg mal zwei Würfel auf den Tisch. Gute Würfel. Ich würfle mal probehalber mit ihnen und schaue, was da so rauskommt. Aber dann spielen wir nicht um Münzen, dann spielen wir um Meskines, da? Ja, ich bestelle drei kurze, die ich noch für mein restliches Geld, was ich immer in meinem Geldbeutel habe, kriegen kann, stell die vor mir und wette jeweils einen kurzen. Ja. Ich sag mal hoch und würfel 2W6. Ich bin dabei. Ja, ich würde auch sagen, hoch ist gut, Pasche ist noch besser. Na, gar nicht schlecht gewürfelt dafür, dass ihr nicht so oft würfelt. Ja, nicht schlecht. Naja, dafür braucht man ja nur Glück. Aber hey, dann entscheidet sich zwischen uns beiden. Nochmal? Ja, entweder doppelt oder ihr wollt jetzt schon trinken, wie ihr möchtet. Oder ich mag ja doppelt oder nichts. Hey, ja. Was seid ihr denn für welche? Ich setz mich mal dazu, ich würfel auch mit. Aber ich sag tief an. Hier. Er wirft zwei Eisenmünzen auf den Tisch. Ah, verdammt. Wow, was seid ihr denn für welche? Helden oder was? Naja, noch nicht so richtig. Nee. Wollt ihr welche werden, oder wie? Bin Vito. Piotr. Das ist Piotr, aber den kannst du vergessen. Was? Ja, Helden. Ich bin Borniew Bornski, der Norbade. Du hast sicherlich schon von mir und Katjuscha gehört. Habe ich nie, aber kein Problem. Ich bin Stormin. Bist du ein reicher Mann? Nee, ich bin kein reicher Mann. Zwei Münzen. Was bist du denn für einer?
Ah, ich komme aus dem Gefolge von Piotr Fong. Der ist gerade Fonka. Kennt ihr Piotr? Ich bin Piotr. Nein, Piotr. Mit einem I. Du bist Piotr, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber er ist Piotr. Mit einem U. Piotr Holmen. Der polnische Seeheld. Bist du nach ihm benannt? Versteht ihr die? Es geht auf jeden Fall um einen anderen Piotr. Und nein, wir kennen ihn nicht persönlich, aber wir würden uns freuen, ihn kennenzulernen. Ja, er ist ein polnischer Seeheld, der redet dich mit an. Er ist fast so bekannt so wie Jalan Greifenmund, ja? Echt? Na doch. Naja gut, wir haben ja auch nicht wirklich einen guten Grund, mit ihm zu reden. Wir sind wollt ihr auf seinem Schiff mitmachen, ja? Er hat immer Geleitschiffe dabei. Aber mit ihm könnt ihr nicht reden, weil er ist großer Kapitän. Und wie ist Bezahlung? Bezahlung ist so lala. Weil man kann sterben, aber besser so als... Sani bezahlt gar nicht, ja. Sanin ja nicht oft hier, aber wenn ich gehört habe von Festum, dann... Sanin sucht einfach immer nur Leute, die sterben, so. Aber Piotr bezahlt wenigstens Mindestlohn. Was ist das Leben schon noch wert, wenn man seine große Liebe verloren hat? Oh. Katjuscha, warum musstest du mich verlassen? Ist sie mit deinen vier Kindern abgehauen, oder was? Ach, jetzt keine Kinder. Einfach in den Wald abgehauen. Wir wollten uns zurückziehen, ein abgetrenntes Leben führen. Und dann ist sie einfach gegangen. Und so sind die Frauen. So sind die Frauen, Mann. Nessa tätschelt dir die Schulter. Hat sie einen anderen kennengelernt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ist Nayo. Ich bin aufgewacht und dann war sie einfach weg. Ihr schönes Fell. Das letzte, was ich gespürt habe, war ihr Fell. Deine Alte hatte Fell? Hast du einen Goblin geheiratet oder was? Diese komische Frau. Was? Jetzt kein Goblin. Ein Bär. Die größte und stärkste von allen Bären. Hast du einen Bären geheiratet? Bist du nicht zufällig aus Severien? Du bist noch ein richtiger Bornländer. Du hast mal ein richtiger Mann. Richtige Bornländer reiten auf Bären. Naja, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht wollte sie zurück in die Wildnis? Aber wir wollten noch zusammen in die Wildnis. Ich war bereit, alles für sie aufzugeben. Alles. Mein Leben, mein Unterhalt, ja, selbst im Mischkines. Das ist wirklich sehr traurig. Und jetzt habe ich nur noch den Mischkines. Wer gibt denn freiwillig Mischkines auf? Ne? Ach, für die Liebe, Priatra. Irgendwann wirst du das verstehen. Ja, aber nicht für Albert. Willst du was gegen Katjuscha sagen? Nein. Du kanntest sie nicht, Piotr. Wage es nicht, was Schlimmes über sie zu sagen. Sonst gibt er euch auf die Nase. Sonst werfe ich dich hier durch die ganze Kaschemme. Da? Ja. Jedenfalls, wir können leider nicht auf irgendeinem Schiff anheuern, weil wir haben uns... Er hat uns schon angeheuert. Ich zeige auf Elgor. Ich gehe meine Hand halb hoch. Boah, du bist da so richtig gehalt, ja? Ich war mal mit einem unterwegs. Ein Chorpriester. Hat mir nicht gefallen. Blutige Männer, Mann. Aber das sind auch richtige Männer. Ich habe gehört, kennst du... wie heißt er? Rafim. Rafim ist auch Sohn von Bornland. Er reitet auch auf Bär. Dem habe ich gehört, Rafim, ja. Rafim ist richtiger Bornländer. Ich habe... Vito, du hattest doch mal so Karten. Er ist Freund von hier, dieser Greifenmund. Von dem habe ich auch gehört. Das ist von langer Zeit schon. Das war eine richtige Pfeife ist auch sein. Bornländer. Ich habe gehört, er behauptet nur, dass er Bornländer ist, damit er nicht zugeben muss, dass er irgendein unfähiger Tobrier ist. Jet. Echter Bornländer. Ja, das weiß doch jeder in Bornland. Jalan Greifenmund ist Bornländer. Ja. Isarun ist auch Bornländer. Alle Helden von Bornland. Ja, Boltax auch. Ich habe hier Karte von Boltax. Mit Unterschrift von Boltax. Hier, ist echt.
No. Ja, das sieht nicht echt aus, aber... Ich kenne Händler, der verkauft Karten, ja. Alle mit Unterschrift. Kann euch günstig geben. Sind von Kutsche gefahren. Ja, so könnt ihr noch den letzten Abend in Nersand verbringen und euch von eurer langen Reise erholen, als ihr den Walsach herabgekommen seid, gegen die ganzen Goblins gekämpft habt und den einen oder anderen Piraten, was man eben so als Held erlebt. Und mit dem einen oder anderen Meskines, guter Wodka, Kartoffelschnaps, könnt ihr dann in die doch sehr harten Betten gehen, die auch ein bisschen merkwürdig riechen. Ihr seid euch nicht ganz genau sicher, woher dieser Geruch kommt, aber er will einfach nicht verschwinden. Und dann könnt ihr am nächsten Morgen mit etwas geredetem Schädel aufwachen, euch nach unten setzen. Zum Frühstück gibt es natürlich auch wieder direkt einen Schnaps und eine gute Suppe. Und dann aufbrechen. Wenn ihr unbedingt was essen wollt, könnt ihr es. Aber wenn ich ihr wäre, würde ich spätestens mittags nicht mehr hier sein wollen. Jolen, wo ist Bezahlung? Wo ist Batzen? Muss die Effertkirche fragen. Du hast uns angehört, nicht Effertkirche. Bald, Borniew, bald. Ja, ich heiße Piotr, nicht Borniew. Piotr? Merken, Piotr, groß. Oh, mir tut der Kopf weh, darf ich mich schon mal vertun, oder? Na. Ja. Wir gehen jetzt zum Tempel, wenn die uns sagen, was sie wollen. Und dann lassen wir uns die Hälfte im Voraus auszahlen, ja? Nicht, dass einer von euch mir einknickt, was das angeht. Ja. Geld im Voraus, immer gut. Gut. Ja. Dann mal los. So brecht ihr auf. Du kennst den Weg selbstverständlich, hast ihn vor einigen Jahren schon gewählt, als seine schicksalshafte Reise als Elgor Jolen, als der Alchemist begann. Doch das ist lange her, die Zeit der Ritter, die Zeit des Roten Buches. Die Tage sind vergangen. Als ihr durch den Vorhang aus Muscheln und Korallen tretet, ist es, als würdet ihr in eine verwunschene Welt unter dem Meer eintauchen. Kein Fenster lässt Licht von außen in den Tempel fallen, stattdessen leuchten unzählige Gwenpetrol-Steine. Durch ihr Schimmern des Licht fühlt ihr euch, als würde ein versunkenes Schiff erkunden. Dazu scheinen die Schätze und unzähligen Opfergaben zu passen, die nahezu jeden Fingerbreit der Halle bedecken. Schimmernde Muscheln, Fangnetze, modrige Truhen, korallenbewachsene Kelche, ein unterarmlanger Seeschlangenzahn. Ein Duft nach kühlem Wasser, frischer Wind erfüllt den Tempel. Dem Eingang gegenüber, am anderen Ende der Halle, erheben sich eine 2 Schritt hohe und steinerne Delfinstatue, feucht glänzend durch das Wasser, das stetig aus dem Blasloch des heiligen Tieres rinnt. Ja, ich würde erstmal den Tempel betreten, erstmal das Effa-Zeichen machen, also eine Wellenbewegung um der Hand, rechten Hand. Da sind wir. No. No, Meister Ego. Holen Batzen jetzt. Ja, wir gehen die Batzen holen. Komm mit, hier hinten rum. Die Herrschaften mögen es nicht unbedingt, wenn Leute wie wir durch die Halle traufen und den ganzen Dreck reintragen. Ja, und ich nehme an, man erwartet uns in irgendeinem Nebenraum bereits. Ja, du kannst erkennen, wenn die Schritte von euch durch den Tempel hallen, dann betritt aus einem der Seitenhallen der bärtige Koi Walseref die Szenerie. Ein grimmiger Seebär, knorriger Seebär, hat schon viele, viele Seefahrten hinter sich und jetzt mittlerweile fest geankert der Kaplan, der an der Seite von dem Mystiker Isidoro steht und ihn so ein bisschen begleitet, weil er das wohl in dieser Welt nicht mehr schafft. Guckt er dich grimmig an und funkelt dich hinter seinem Bart dann an. Elgor Jolen, ich habe keine Ahnung, warum Isidoro dich haben wollte, aber ich werde das nicht hinterfragen. Ich würde dich normalerweise wieder mit einem Arschtritt rausbefördern. Kommt rein. Ich bin nur für die Arbeit hier. Ja. Epiphanie. Kommt rein. Sieh mal, diesmal habe ich sogar vernünftige Jungs angeheuert. Ja, besser als der Korgeweihte. Kommt rein. Sag ihm, wie vernünftig du bist. Ich bin sehr vernünftig. Siehst du, sehr vernünftig. Und geh schon vor. Und so folgen wir dem bärtigen Mann. Ja,
Er betritt die Sakrale, die so ein bisschen abseits dann in diesem, ja doch, umgedrehten Schiff, das erinnert euch vielleicht so ein bisschen an die Torwald schon bauert. Und ihr könnt dann dort erkennen, wie Isidoro vor einem Altar steht. Die Haare hängen ihm wie Algen ins Gesicht, auch wenn sie nicht ganz so grünlich oder bläulich schimmern, bräunlich. Aber er scheint sehr abseits zu sein, nicht wirklich anwesend, zumindest nur körperlich. Sein Geist ist irgendwo ganz woanders, versunken in den Fluten des Gottes, den er anruft. Er hatte vor wenigen Tagen schon die ein oder andere Vision. Es ist immer mehr geworden. Und dann mit dem Brief von Greifenmund, wir mussten einfach reagieren. Und er sagte irgendetwas von dir und dem Roten Buch. Deswegen seid ihr hier. Du warst es damals. Das Buch, das war doch nur eine ganz winzig kleine Kleinigkeit. Ja, aber du hast es gefunden. Nachdem es da gestohlen wurde. Du erinnerst dich. Ja, es war jetzt nicht sehr, es hätte jeder jedenfalls. Ja. Wie gesagt, ich hätte dich gar nicht gewollt. Sollten wir ihn denn stören? Er sieht so aus, als würde er mit Effert reden. Er tretet vor ihn. Vielleicht redet er mit euch, ansonsten sage ich euch den Rest. Ob das, was er sagt, für euch nützlich ist oder ob ich es erst interpretieren muss, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Dann schaut zu. Meister Disulfur, ich bin hier mit den Söldnern, die ihr haben wolltet. Gute Männer sogar diesmal. Hallo. Und Frau, was das angeht? Das wie Daniel. Priviert. Es ist im Zar, dass ich den ewigen Gott um seinen allmächtigen Ratschluss bitte. Seine sterblichen Kinder sind beunruhigt, ob der Vorkommen, dass er in der Festung erwucht. Festum? Da kommen wir her. Die Festung erwucht, du Trottel. Da sind wir gerade. Oh. Die Festung erwucht zieht sich doch durch alles. Bis Kap Wallstein. Ich bin kein Seefahrer. Das weiß ich wohl. Ja, du Trottel. Weiß man doch. Wusstest du das gerade auch nicht? Naja, es sind schlimme Dinge hier passiert in den letzten Jahren. Wir haben unseren Akademiegründer verloren. Er ist ertrunken. Konnte er nicht schwimmen? Er konnte sogar sehr gut schwimmen. Und er konnte in den Wasser atmen. Aber er ist trotzdem nicht wieder hochgekommen. Vielleicht hat es ihm da so sehr gefallen, wenn er unter Wasser atmen kann. Wo wart ihr denn? Auf dem Weg. Ich meine den Akademieleiter. Wo ist er ertrunken? Naja, im Meer. Nicht allzu weit weg von hier. Er hat das Kolan dabei und wollte ihnen den Wasseratmen zeigen. Schwierige Zeiten dieser Tage, was wohl. Wir hoffen natürlich, dass er nicht tot ist, aber naja. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her. So lange kann niemand Wasser halten. Nein, bestimmt nicht, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Und deswegen seid ihr mitgekommen, um zu suchen, euren Meister. Naja, ich würde ihn natürlich schon gerne wiederfinden. Und ich bete auch zu Effert, dass er nicht tot ist, aber... Mitgekommen bin ich jetzt eigentlich, naja, weil ich sowieso zurück nach Nersand wollte und ihr auch. Und naja, dann hat Elgor gesagt, dass Meister Disulfur vielleicht unsere Hilfe braucht. Und naja, er steht Effert ja sehr nahe. Und einen Spottpreis hat sie mir gemacht. Meister Disulfur, was genau ist also der Auftrag? Das sind die Worte, die mein Mund sprach. Meine Augen sahen etwas anderes. Eine schwarze Klinge, die in dem leblosen und zertrümmerten Leib eines Greifen steckt. Eine Springwelle überschwemmt die Greifenleiche und reißt das Schwert aus ihm heraus. Das Land wird zu Meer. Doch das schwarze Schwert geht nicht unter. Es dreht sich auf der Wasseroberfläche wie die Nadel eines Kompasses. Es kommt zur Ruhe und die Spitze... zeigt nach Norden. Ich folge ihr mit meinem Blick. Sie zeigt auf den Näher. Der Strudel ist so stark wie nie. Ich nähere mich ihm immer näher und näher, bis ich seinen Rand erreiche und es mich in die Tiefe reißt.
Das Donnern des Strudels um mich herum ist ohrenbetäubend. Es gibt keine Worte mehr. Ich stürze immer tiefer. Um mich herum tanzen Wrackteile, tote Fischschwärme. Tiefer. Ich sehe einen Tempel aus Korallen. Dort wartet etwas auf mich. Etwas ohne Namen, das ein Feld aufgedunsener Leichen bestellt. Ich verweile nicht. Und tiefer. Ein Abgrund, ein Glosen, ein Ruf. Und dann... Isidore unterbricht kurz. Ihr könnt seine gebräunte Haut erkennen, wie sie glänzt und feucht ist, als ob er gerade eben unter Wasser getaucht wäre. Und dann? Und dann? Ich stehe zu Füßen der Delfinstatue, inmitten der Gläubigen, die zu mir blicken. Koi spricht zu ihnen. Solja nimmt mich in den Arm und führt mich fort.